Willkommen zurück zu Hellblade: Senua's Sacrifice. Im letzten Part waren wir ja hier und waren ziemlich viele von diesen komischen Zeichen. Und ich habe den Weg gesucht. Ein bisschen was habe ich jetzt wieder gefunden, und zwar, wie man hier sieht, wieder eins dieser Portale. Schauen wir einfach mal, wo man hinkommt. Halleluja. Ach Gott, dass das genau einfach nur der Weg darüber ist, dachte ich mir nicht. Vielleicht. Nein. Ich hatte doch gehofft, dass das einfach... dass man dadurch einfach ach Gott, ich schätze, dass man irgendwie quasi eine bestimmte Reihenfolge da gehen muss, dass man da rechts hinüberkommt, weil wir haben hier ja auch einen Weg, also eins dieser Portale. Ah, schaut das nur so aus, oder habe ich da drüben jetzt einen Weg? Amen. Hier einen Weg. Wie viel uns das bringt, weiß ich natürlich noch nicht. Ich denke aber doch zumindest ein wenig. Jetzt kann ich das jetzt hier auch mal runterlassen. Sehr gut. Auch wenn das jetzt ein bisschen Glück war. Aber gehört ja auch dazu. So, jetzt sind drei noch da. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich mich so platziere, dass ich diese drei auch richtig... Na gut, hätten wir auch. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. Also ja, diese Rätsel sind eigentlich relativ plump, aber man braucht doch Geduld und Zeit, um sie zu lösen teilweise. Gerade in diesen zwei Realitäten. Ja.
leicht beunruhigend. Ich rechne jetzt eigentlich wieder mal mit einem Kampf. So ein Rätsel quasi. Da oben ist ein Tor. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Daher gehen. Es wäre ganz nett, wenn das jetzt relativ flott geht. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Finden. Vor allem, ich weiß nicht, ob sich das gerade irgendwas tut. Finden's sister and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire. His father burnt to death. Ich glaube einfach mal, dass ich was getan hat. But he escaped with sorrow in his heart. Mal schauen wir mal, ob es einen anderen Weg gibt, dass er diesen. Auf der anderen Seite wird sicher auch irgendwas geben. Vielleicht auch nicht. 6 years later, his slave master has landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Finden made his escape. Und da komme ich. What was Finden? Burnt away that day. Da ist der eine Weg. A new man stepped forward, and Drew was born. Ich glaube, dass das jetzt. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber es wirkt ein bisschen so. Und obwohl Finden never set eyes on his dear sister again, I, Ruth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home. Gut. Dann müsste ich auf die andere Seite. Ist ja auch nichts Neues. Ich glaube, ich bin da schon recht richtig. Was ja auch mal schön wäre, wenn ich intuitiv richtig gehen würde. Frage ist, muss ich das so lassen, wie es ist? Sprich, brauchen wir diese Realität?
welcher Realität soll ich bleiben? In dieser? Oder in quasi dieser? Vielleicht tut sich jetzt hier was. Das möchte ich noch kurz ausprobieren. Weil es sieht eigentlich für mich so aus, als könnte ich ganz genau, als könnte ich da jetzt hinaufgehen. Das konnte ich vorher, glaube ich, nicht. Mal wieder ein bisschen balancieren. Das hat beim ersten Mal auch sehr super geklappt, nämlich gar nicht. Huch. Sehr schön. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strike down again, turn you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Gut, ich schätze mal, was wird der... Wow. Wow, wow. Remember your training. Fahr. Wie mich dieses Ding da fertig macht. Ja, Schande. Fuck! Verdrückt. Hm.
Oh yeah. Das gibt's ja nicht. Ich dachte mir nicht, dass ich mir so schwer tun würde beim Kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter! Das gibt es ja nicht. Na gut, anscheinend bin ich doch etwas blöder, als ich dachte. Oder ich muss einfach nur dieses Parieren etwas besser lernen. Ganz sicher sogar, dass ich das nur etwas besser lernen muss. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir den Heinzi da nicht zusammenkriegen würden. It's nearly over.
Na. Das gibt es ja nicht. Steh auf. Ach Gott. Nein. Geh, stirb. So, jetzt komm endlich her da. Das gibt's ja nicht. Oh. Nein, komm, stirb. Das gibt's ja nicht. Jetzt hoffe ich doch, dass dieser Kampf da bald einmal vorbei ist. Oh. Puh.
Keinen Plan, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, weil jetzt habe ich das Problem, dass ich ja I'm stronger than him. Nur jetzt kann ich nichts gegen ihn tun. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Da auch schon ein Heath Gang kam. Ich weiß nicht, weil das ist jetzt alles nur ein Schatten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, wie was von wo, aber ich mag das eigentlich nicht nochmal machen. Aber wie gesagt, ich glaube fast, dass das jetzt zum Scheitern verurteilt ist. Ich möchte es nur eigentlich nicht ausprobieren. Ich möchte halt jetzt auch nicht umsonst jetzt eine Stunde mit dem Ding kämpfen. Da habe ich gerade absolut keinen Plan.
Okay. Gut. Ich werde mich jetzt auch mal verabschieden für den Part. Ich werde ein bisschen schauen, wie ich das weiter angehen muss. Und wir sehen uns auf alle Fälle beim nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.